Jetpack Joyride basiert auf dem gleichnamigen Videospiel. Mit unserem Raketenrucksack versuchen wir, dem Labor zu entkommen. Jeder Spieler erhält 4 solcher Labortafeln, ein Set durchnummeriert von 1 bis 4, und legt diese Tafeln aneinander. Die Münzen gilt es einzusammeln, den Hindernissen gilt es auszuweichen. In jeder Runde werden zunächst 3 Missionen ausgelegt. Sie bringen den Spielern am Rundenende Punkte. Hier zum Beispiel für Sektoren, in denen ich 5 Münzen sammle, 5 Teile platziere oder aber das Dach oder den Boden nicht berühre. Jede Aufgabe kann ich pro Runde nur einmal erfüllen. Die Wegeplättchen liegen als gut gemischter Stapel bereit und auf los geht's los. Jeder Spieler sucht sich nun schnell aus diesem Stapel ein Plättchen aus, das er verbauen möchte. Alle Spieler spielen gleichzeitig, es gibt keine Spielerreihenfolge. Das erste Plättchen bildet den Eingang zu meinem Labor. Mindestens 1 Quadrat muss noch außerhalb der ersten Tafel liegen. Alle weiteren Plättchen müssen nun immer angrenzend an das zuletzt gelegte Plättchen angelegt werden. Dabei gilt, das erste Quadrat des neuen Plättchens muss mit mindestens einer Seite an das letzte Quadrat des zuletzt gelegten Plättchens angrenzen. Jetzt geht das Spiel auf Zeit. Schnell muss ich mir also immer neue Plättchen vom allgemeinen Vorratsstapel aussuchen, um damit meinen Weg zu verlängern. Ich darf immer nur ein Plättchen gleichzeitig verbauen. Ich kann mir nicht schon Plättchen vorreservieren. Noch einmal ein Hinweis zur Legeregel. Das neue Plättchen muss also immer angrenzend an das letzte Plättchen angelegt werden. Das letzte Quadrat muss berührt werden. Es dürfen aber auch weitere Quadrate berührt werden. So geht das Spiel weiter, bis es einem Spieler gelingt, dem Labor zu entkommen. Dieser Spieler ruft Stopp und alle anderen Spieler müssen dann sofort aufhören zu bauen. Nun werden die Missionen ausgewertet. In diesem Sektor habe ich weder Boden noch Dach berührt, das heißt, die 4 Punkte erhalte ich. Und in diesem Sektor habe ich 5 Münzen eingesammelt, das heißt, auch diese 3 Punkte bekomme ich. Jedes Plättchen, das falsch platziert wurde, also hier zum Beispiel die Rakete überdeckt, das ist ja ein Hindernis, das ich hätte nicht berühren dürfen, bringt mir 3 Minuspunkte. Ansonsten bringt mir jede Münze noch einen Pluspunkt, die ich eingesammelt habe. Die Punkte werden dann notiert und dann wird aufgeräumt, das heißt, jeder Spieler erhält dann von seinem linken Nachbarn ein neues Set aus 4 Labortafeln für die zweite Runde. Diese Tafeln werden dann wieder aneinandergelegt und es werden 3 neue Missionen aufgedeckt. Diese gelten dann für die kommende Runde. Hier beispielsweise erreiche Sektor 4, lege in einem Sektor an jedes Hindernis mindestens ein Plättchen angrenzend und treffe insgesamt 3 Wissenschaftler. Eine Besonderheit ab Runde 2 sind dann die sogenannten Gadgets. Jeder Spieler sucht sich eins davon aus. Es beginnt der Spieler, der in der ersten Runde am wenigsten Punkte gesammelt hat. Jedes Gadget bringt mir dann einen individuellen Vorteil, hier zum Beispiel 3 Punkte für 8 gesammelte Münzen. Oder mit diesem Teil hier könnte ich beispielsweise Raketen überdecken, ohne dass ich dafür eine Strafe kassiere. Runde 2 wird gespielt wie Runde 1. Und in der dritten Runde erhält jeder Spieler dann noch ein zweites Gadget hinzu. Nach Runde 3 wird dann endgültig abgerechnet. Der Spieler, der nun die meisten Punkte gesammelt hat, ist der Sieger.